Hallo, ich bin Konstanz von Blutengel und ich zeige euch jetzt einfach mal unseren Backstage-Bereich. Lass uns doch zuerst mal zu uns schauen. Oh, hi. Schwer am Arbeiten. Wir beschäftigen uns hier gerade, um die Zeit zum Soundcheck irgendwie zu verkürzen. Daher, ein bisschen was zu tun. Und sie so langweilig ist. Und was macht man da so? Man fährt den Rechner hoch und versucht schon mal ein paar neue Ideen irgendwie festzuhalten. Okay. Vielleicht kann man die dann irgendwann mal verwenden, wenn man wieder im Studio ist. Denke ich mal. Das versuchen wir zumindest hier ab und zu. Okay, dann lass uns mal schauen, wen wir noch so finden. Ha, wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts. Doch für die Feuerentdeckung und alles andere bei uns, was brennt und wo da zuständig ist. Was ist das hier alles? Ökopodium mit mittlerem Blitz für Feuerbälle. Lustige Sache. Kannst du mal klappen. Das schneid mal raus. Mikko, ja, bleib mal ganz kurz bei mir. Das ist Mikko, das ist von unserem Moment-Serie. Hey, one check.
was bei dem Pult war. Das ist definitiv. Wisst ihr, wie er ist? Licht, kamerascheu. Lichtmann. Ja. Unser Lichtmann Louis ist leider kamera- und lichtscheu. Der Lichtmann ist leider lichtscheu. Ist lichtscheu. Du musst es sein. Nur im Dunkeln hervor. Oder, Ede? Ja. Hallo. Kurz mal Hallo sagen können. Ich sehe aus wie 4 Tage Tour, 3 Tage Tour. Oder sind wir schon 10 Wochen unterwegs? Ich weiß es nicht. Unrasiert. So ist das. Ja. Und alles sehr gut, Leute. Okay. Ich hoffe, ich
Optimales Licht. Nix schief gehen. Und optimale Bühnenabtür. Ich denke, wir haben jetzt auch die alle. Ach so, genau, ich die Bar. Auf der anderen Seite die andere Bar. Schaffst du? Der Bus ist nicht gut für Backstage. Bitte. Du musst schon in Mexiko die Schwingen tun. Ja, Bus. Sitzen. Flachbildschirme. Davon gibt es hier unten 3 Stück. Sehr wichtig für die langen Fahrten, wenn man nachts nicht schlafen kann. Besonders klasse ist die Höhe dieses Busses. Das Wichtigste am Bus, Toilette. Sehr, sehr wichtig. Falls man das ein oder andere Bier getrunken hat, muss man die öfters mal aufsuchen. Genau. Und im oberen Bereich, Schlafzimmer. Zigarette löschen. Ups. Daneben gelöscht. Hier unsere Lieblings-Video-DVD-Playstation-Ecke. Graue Leder-Couch. Und diese wunderschöne Bettenreihe. Herrlich. Ganz vorne rechts am Fenster schlafe ich. Herrlich. Da kann man es auch 14 Tage aushalten. Besonders wichtig hier vorne die Haken zum Trocknen der Unterwäsche von unserer Tänzerin. Sehr wichtig, hängt hier gut, kann trocknen nach der Show. Wichtig, sehr wichtig. Und wieder runter. Abschließende Worte. Wir hoffen, dass das Konzert heute sehr gut wird. Erstes Mal in Köln für uns. Wir werden sehen, wie es wird, die Kölner so draußen. Aber wir sind zuversichtlich. Auf jeden Fall.